Hallihallo und herzlich willkommen zurück hier in der Hölle. Beinhart geht's weiter. Schmulz, Radi und Ron Boltum sind wieder unterwegs. Hallo Schmulze, grüß dich. Moin! Letzte Folge hat damit geendet, dass ihr euch gewünscht wurdet, euch irgendwelche Körperöffnungen zu füllen. Und jetzt zieht das Zeug wieder raus, setzt euch aufrecht hin, guckt zu und staunet. Genau, denn ich habe einen neuen Bogen gefunden, der, er macht mehr Schaden, aber... Er tut weh. Macht weniger Zähigkeit und viel weniger Erholung letztlich. Eieiei. Guck mal gerade, wie viel Schaden er macht. Schon viel. Und da ich ja eine Glas-Cannon eigentlich werden will, macht es schon Sinn, ne? Okay. Ich behalte den anderen erstmal noch im Inventar, aber... Alter, ich mache mit dem über 50 mehr Schaden einfach. Okay. Ja gut. Gut, gehen wir mal weiter hier. Ja, dann machen wir heute weiter, gell? Okay. So. Ich habe jetzt mal übrigens einen neuen, was ist das hier? Ein neues Gebot, was uns quasi heilt. Okay. Mal gucken, ob das besser ist. Aber bisher hatten wir, glaube ich, nicht das Problem mit Heilung, ne? Bis jetzt hatten wir halt wenig Gebote, sondern viel halt Boote, die auch gefahren sind. Ja, ich weiß. Gebote sind halt eher selten. Wollen wir noch hier, warte mal, lass uns mal hier noch in hier oben noch abbiegen. Ja. Genau. In Kaldor fährt man halt viel mit dem Schiff, von daher. Naja. Gehboote. Ja. Das sind so Boote, die werden mit Leuten, die Moment, durchs Wasser starken. Ich hab ein Level up. Schon wieder. So sieht es aus. Ich muss mal gerade skillen. Zu Riesenhurzen. So, was haben wir denn hier? Auf dem Geschützturm werde ich wahrscheinlich noch keine Stachelfalle. Neue Rune brauchen wir nicht. Ich mach hier, bitteschön. So, und dann hier Salto, gibt's da was Neues? Nein. Aber für Todgeweiht. Ja, das ist natürlich aber auch immer was, ne? Das ist halt, wenn ich den markiere. Aber der sieht jetzt schon besser aus. Ich brauche den Salto. Es geht ohne Salto geht's nicht. Ja, der Salto, der Salto ist. Ne, Schmulze und Salto ist ein Wort, das gehört zusammen. Ja. Ja. Hier, spiegelt dein Antlitz in meinem Schild. Ich mach mal den. Warte mal. 4. Eieiei. Ja. Sieht es aber nicht so spektakulär aus, muss man ja sagen. Ich habe meine Frisur sitzt. Moment, wo müssen wir denn hin? 3 Wettertaft. Wir müssen hier runter. Nach. Ja, nein, hier. Ja, da so. Runter. Ja. Nach Nordwest. Immer noch Tegernseher oder was hat er am Halse? Ja, ja. So sieht es aus. Er hatte kein Auge mehr. Der alte Halsabschneider Bill. Eine gute Wahl, mein Freund. Eine sehr gute Wahl. Ja, ich bin ja auch sehr froh, dass es im Stuttgarter Ländl ein sehr gutes Bier gibt. Hansäpple. Ja, sowieso. Aber es gibt noch eins, was mein Favorit ist. Das nennt sich Wulle. Wulle? Oh, erstmal schön Legendary Item hier gefunden. Laber doch nicht. Doch? Lügenmann! So, zack und uff den Helm. Ja, geil. Lag hier. Ist schöner Helm, oder was? Ja. Oh, und hier ist nicht so was Schönes drin. Da, wer bist du denn, ey? Deine Mutter. Sag Boom! Sagt! Ja, dieses Bier hat es mir ziemlich angetan, genau. Wulle aus Stuttgart, Dinkelacker-Brauerei wohl. Das ist sehr süffig. Ein helles. Ja, genau so. Kann man sehr gut auf dieses Bier. Ja, mein Favorit. Ja, muss ich mal probieren. In Lombombe trinkt man nur Bier. So etwas wie Wein gibt es nicht.
Es wächst an Hängen, ne, das Bier. Ja, ja. Es gibt auch eine Biertraube. Die Leute brauen das Bier auch nicht so, wie man das jetzt hier kennt, sondern das wird in so Bottiche gefüllt, die Gerste, und dann wird es mit den Füßen getrampelt. Mhm. Oh, hier ist irgendwo ein Goblin. Oder? Nee. Sah das nur so aus. Ja, und dann von jungfräulichen Schenkeln zerstoßen. So, sind wir jetzt hier am Ende, oder was? Ja, es war halt hier nichts. Wir waren in der falschen Krypta. Okay. Dann gehen wir gleich mal hier in die rein, oder? Die gegenüberliegende. Welche? Bin auf dem Weg. Da ist er. Legendary! War ein Witz. Ich wollte ja nur auch so cool sein. Bäm! Weggeflankt, die Muschis. Bei dem Schaden, ne, der da steht, da wird auch hinzugerechnet, wenn eine Waffe schneller schlägt, oder? Also, ja. Werde ich gewinnen. Genau. Oh, das sind ja Champions. Mhm. Kobold-Champions. Die aber keine Chance mehr haben, weil wir viel zu viel Damage machen. Ja. Viel zu imbar sind. Sabu! Zack, Stufe hoch, mein Freund, Stufe hoch. Ein gelbes Item hier, bringt mir das was? Ne. Oh, eine Phalanx habe ich jetzt hier. Das ist eine Phalanx. Rex-Ding hier mit zwei Slots. Beschwört mächtige Avatare, die auf den Zielort zustürmen. Das nehmen wir doch mal. Geil. Oh, jetzt wird's heilig, mein Freund. Jetzt wird's richtig heilig. Ach, Ronny. Beweg dich, da hinten warten schon die nächsten Gegner. Ich komme sofort zu dir. Mal hier noch, was sind Weihe, Richturteil, nee. So, los jetzt. Ja. Riesen. Da, Kobold! Wir haben ihn schon berührt! Wo ist er? Da ist er! Hau drauf! Ich versuche ihn zu slowen, so gut ich kann. Wo ist er? Da unten. Der hat aber wieder Leben. Komm schon! Schmulle! Ich hau ja! Ich bin Schmulle. Ich meine Ronny. Yes! Jawoll! Alter, was der droppt, ne? Für ein Klöbel, ey. Das ist richtig krass, was der raus hat. Drei Diamanten. Jupp. Hi, jo. Ach, das war herrlich. Das sind ja zwei Slots. Zack. Cool, ich konnte sogar was benutzen. Geilomat. Ey, aber ich krieg keine grünen Edelsteine, ne, die mir mal meine Fähigkeit geben, sondern immer nur nicht? Scheiße. Immer nur Scheiße. Oh, immer ich nur Intelligenz, Stärke oder Vitalität. Aber niemals Geschicklichkeit. Vitali, dicke Hefe. Vitali hat verloren, ja. Oder was anderes? Ja, hast du nicht im Boxkampf gesehen? Ich habe nur das Ergebnis mitgekriegt, dass er ihm... Ich gucke doch keine Boxen. Ich bin an der Oberschicht. Ich guck da nicht so. So eine Trampel. So eine Primo-Scheiße, guck ich mir doch nicht an. Genau. Karten für 2,50 das Stück, genau. Wenn ich eine richtige Boxerei sehen will, dann hier mal in unsere Stammkneipe zu Wilden Wildsau. Genau. Da knallt's wenigstens. Aber hallo. Da fließt richtig das Blut. Beim Klitschko ist da nichts gewesen. Da. Au, okay. Au, sagt er. Hier, pass auf. Räuber haben mein Grab entweiht. Nun windet sich mein Mann in Pein, weil ich nicht an seiner Seite ruhe. Ja. Bringt meine Knochen zurück.
auf das wir in Frieden ruhen können. Ich habe auch mal lecker Schnittchen. So, durchsucht hier die Bestattungshoshis. Ab, Alarm, Alarm. Zack, 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 ja. Yeah. Weiß auch gar nicht, der gute Dämonenjäger verändert wurde. Ob es diese Geschütztürme früher schon gab, bin ich mir nicht sicher. Puh, das ist eine gute Frage. Jetzt gibt es da, glaube ich, jetzt neu auch, der ist jetzt in der Beta-Phase, ne? Der Totenbeschwörer, oder wie das hieß. Ja, kann sein. Ne? So drin bin ich dann auch nicht. Nein. Ich wünschte nur, es gäbe den Roadhog hier. Roadhog. Ich habe letztens mal eine Runde mit dem neuen gespielt, mit diesem neuen Roboter, keine Ahnung, wie der heißt. Ja. Ist ganz geckig. Oh, wer ist das denn hier? Oh, bin ich nicht schon mal besiegt? Der alte, ist der alte von der Eulen hier. Lasst uns in Ruhe. Geht wieder zurück, wo ihr hergekommen seid. Deine Mutter. Oh, wie ich mich regge, ey. Das ist krass. Ja, dann kümmere dich um deine Alte. Haben wir diesen Quest hier schon mal gemacht, oder nicht? Meinst du? Ja. Das kommt mir auch schon ziemlich bekannt vor, ne? Warte mal. Ah! Endlich mal ein Smaragd! Den klatsche ich mir jetzt hier erstmal in die Brustchest. So. So. Hopp, hopp, rin den Kopf. So. Hier unten. Kann man sich die tauschen? Kann ich dir jetzt zum Beispiel einen Stärke geben und du mir dann ein Dings? Ich weiß es nicht. Geil. Ich bin aufgestiegen. Ich nicht. Oh, geil, Alter. Hier regnet es wieder Items hier, mein lieber Herr Gesangsverein. Schrott. Niefeln, ich habe mich Niefeln bekommen. Und Hosen. Geil, Buchsen. Nur Schrott. Zaggi. Man kann die aber auch noch aufwerten, oder? Dass sie nicht plus 10 geben, sondern plus mehr. Ich sehe schon richtig episch aus, ey. Nur die Stiefel sind noch silber, blau und nicht schwarz. Geil. Aber die Krone ist immer noch schwul. Komplett durchgewürfelt aus. Aber das ist. Aber die Krone ist sehr schwul, nach wie vor. Wir haben beide so eine scheiß Krone. Wir sind quasi zusammen, sind wir nicht nur eine Krone, sondern zusammen sind wir die Chroniken. Die Chroniken von Kaldor, genau. Und da man Rechtschreibung in Kaldor so ein bisschen schwierig ist, ne? Schreibt man da halt alles anders. Alter, ich krieg überhaupt kein Damage mehr. Ich reg mich so krass. Ich weiß nicht, was das jetzt ist. Was an dir liegt oder an mir selbst. Ich weiß auch nicht. Jetzt hab ich noch eine Heilung rausgehauen. Grimok, der Würger. Ja. Der Masturbator, der wirkt sich jeden Tag. Stirb! Bäm! Und gelb. Was ist das? Ah, Hexendoktor. Bist du Hexendoktor? Nee, du bist. Zwei scheiß Topasse. Ey, fick dich, scheiß Topasse! Alle anderen so, yeah, Topas! Man muss ja auch dazu sagen, dass Topas in unserer Heimat als Klostein hergenommen wird. Ja, das wächst halt an jedem Baum. Eben, und riecht halt so gut. Deswegen haut man sich das immer gerne in die Schüssel. Topas ist auch nicht zu verwechseln mit dem Fauxpas. Nein, ein Fauxpas ist ein grünlich-gelblich schimmernder Edelstein, den es nur bei uns gibt. Ja. Weltweit gefragt und sehr selten. Ja. Das Witzige ist, wenn man einen Fauxpas bei Mondesschein im rechten Winkel ableckt, schmeckt er nach Erdbeeren. Wissen die wenigsten? Gibt's Erfahrung erhöht. Gruppen. Was? Erfahrung um 25% erhöht. Ah, schön.
28. Sauber. Blendender. Sind wir jetzt am Ende? Ja. Nee, unten ist noch was. Ach so, halt, Moment. Abgebrecht. So, wir sind übrigens auch schon, bei 15 Minuten. Wir haben ja noch ein bisschen. Haben wir noch 5 Minuten da? Jawohl, da schaffen wir das. Machen wir hier Endgame, komm. Endgame. Ja, wir sind ja schon, was sind wir denn schon? 28, sind wir schon die Hälfte rum. Gelle? Und dann Ort. Geh erstmal geradeaus. Warte mal, komm geradeaus. Geradeaus, Junge, geradeaus. Ist doch egal, wir treffen uns doch hier. Nein, ich bin geradeaus. Ja, wir sind überall. Oh, hier, was hast du da mitgebracht? Ja, lecker Typen. Lecker Typen. Was ist braun und fliegt? Eine Ledermaus. Solche Gags wird mein Klombom eigentlich verprügeln. Eigentlich schon, aber zum Glück, wir sind ja nicht in Klombom und da geht so ein bisschen der Trieb mit mir durch. Also richtig. Ich steck mich hier, wird mich nicht finden. Schmulze! Hinter dir! Ich dachte, irgendwann in 100 Jahren kriegen wir hier für einen Grimme-Preis. Gar nicht. Wir schon längst am Verrotten von einem Waden zerfressen. Irgendeiner guckt sich das an und denkt so, boah, waren die geil. Also wir müssen nach, geht's mit den Feldern des Elends? Ja, wir gehen aber mal hier lang da. Du da, nee, da, du, lass mal du, da können wir uns auch hinbeamen, du. Ach komm, wir gehen einfach hier durch, nicht? Naja, wir wollen das Endgame. Naja. Ab über die Bridge. The Bridge over Troubled Water. Dann gehen wir wieder hier im Uhrzeigersinn rum, ja? Ach so, hier waren noch diese komischen. Oh, die hasse ich ja. Ne? Ja. Oh, die hasse ich ja alle, ne? Genau die, ey. Na, egal. Kann nix. Die sind schon zu overpowered. Ja, definitiv. Sucht nach der Höhle der Kasra, Kasa. Aha. So. Zack, zack. Anstaub. Oh, da liegt was. Ein Schmaragd. Wer bist du? Hä? Nee. Smaragd, oh, ja, gib mir den. Das ist doch grün, ja. Oder nicht? Ah ja. Wenn man das überhaupt kann. Zweifel ist ja. Mist, Digga, ne? Ja, aber du musst erstmal die Nester kaputt machen. Ja. Das checkt der nicht, ne? Der Ron Bulldum. Nee, ich gehe immer direkt, immer drauf, immer mitten drauf. Hier, das runter. Ja, warte, hier ist noch so einer. Ja, hier ist noch zwei. Ja, hier sind noch Arschgesichter hier. Hier ist ja gar nichts. So. Zu Riesenhurzen. Was ist das? Ja, wo denn du? Ja, nix. Ja, nix. Vergiss mal, meine Vierer-Spell anzuwenden. Aber der ist auch von denen hier, ne, von diesen Springern, ne? Wenn da Champions kommen, das war früher die absolute Hölle. Springer? Ja, diese kleinen Frösche. Ach so, ja, die waren scheiße. Was rennt denn da immer weg? Ach, das ist von dir. Aum. Ja, das ist eine Phalanx, die ich die machen so viel erschaffen Damage kann. Für mich auf jeden Fall. Ja, so schaut's aus. Achtung, Gift. Rüber Kristall. Nee. Warte mal, was ist denn drüber Kristall? Das ist nichts. Ne? Deine Mutter? Mich hier an, so. Ein kluger Kristall. Tod den Ziegenmenschen. Mäh. Oh, Baum. Ein End. Ein End. Entfesselt ihn. Ein Endgame. Ah. Ach, je.
bin Level 29. 29? Yeah. Das ist natürlich geil. Übrigens, wenn du so hier diese komischen Pflanzenbäume, was auch immer das ist, deinen Kopf reinsteckst und dann noch das Ganze mal 10 nimmst, den Geruch, dann hast du ungefähr den Geruch eines Gongorken, der 100 Meter entfernt ist. In der Tat. Ganz, noch ein Gorken waren ja immer der Meinung, sie können sich tarnen durch angenehmen Veränderung Geruch. Des Geruchs. Ja, aber dann ne, war nichts. Sind sie auf den Trichter gekommen, sich mit Old Spice einzureiben. Und dann wusste man halt genau, okay, Old Spice, so riecht noch eine Rongorke. Da ist eine Schatztruhe. Ja. So öffne er sie. So hat er sie geöffnet. Warte, den hau ich mir direkt nach Nein. Your favorite. So. So, wir sind bei 21 Minuten. Machen wir noch hier Erkundung zu Ende oder wie? Nee, das bringt ja nichts. Das ist voll viel. Okay, aber so viel oben ist noch. Hier ist Arschlochalarm. So, noch mehr. Nix kann er. Jetzt, 29, jawollo. Ich gucke nochmal gerade nach meinen Skills. Verbrennung. Chakram hat keinen. Geil, Verbrennung. Was kann ich mit Verbrennung machen? Das ist ja nice. Verbrennung? Ich bleib am Chakram. Soll ich mal Dings probieren? Soll ich mal Dings probieren? Oder was? Soll ich mal Dings probieren? Ja, ja. Ha? Ich probiere mal Dings, ne? Hier, wie heißt er? Ne? Ja. Wo war er denn? Hier. Zackedi und Zackedi. Ich hab ne. Zack. Aha. So, mein Geschützturm ist jetzt besser geworden. Oh. Look at this. Ich kann auch was schmeißen. Hier. Das wird besser. Warte. Oh, nicht genug Zorn. Scheiße. Ach so, das war das. Ja, das ist ganz cool, aber jetzt nicht. So. Hm? Was sagst du? Hier, guck. Hey. Ja. Das war nicht schlecht. Ja, liebe Leute, mach du mal hier. Oder wer ist dran? Genau, wir machen jetzt hier mal Schluss. Wir müssen die Waffen schärfen und Schmulze hat Hunger, ich muss wieder was kochen. Von daher machen wir jetzt hier mal Schluss und reiben uns die Schmiere aus der Unterhose und gucken in der nächsten Folge weiter, wie wir die Dämonen plätten können. Yeah. Also, macht es gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss.